Hallo Leute, wir sitzen jetzt hier vor unserem heutigen Abendessen. Gestern Abend saßen wir auch hier, da haben wir Gulasch gegessen mit Nudeln. Und da haben wir überlegt, was essen wir denn morgen? Ja, und dann meinte meine Kamerafrau, naja, vielleicht mal wieder fleischlos. Ja, fleischlos ist jetzt nicht so mein Ding, da habe ich überlegt, was könnte man denn fleischlos machen? Da fiel mir ein, Ramadachi. Habe ich aber nicht gesagt, weil Raivadachi hätte sie nicht verstanden. Auch nicht Schober. Oder vielleicht Riefkoch. Nee, Reibekuchen habe ich vorgeschlagen. Wenn sie, ja, das wäre schon mal fleischlos. Aber dann fiel ihr etwas ein, was sie aus ihrer Kindheit kannte, aus Sachsen. Das nannte sich Quarkkeulchen. Da habe ich mir gedacht, Quarkkeulchen? Keulchen, das ist was vom Huhn, das ist doch nicht fleischlos. Es sei denn, das ist ein sehr mageres Huhn, das kein Fleisch dran ist. Ja, nee, dann haben wir das zusammen, weil sie wusste nicht mehr genau, wie ihre Mutter das gemacht hat, haben wir das im Internet recherchiert, haben auch ein sehr lustiges Video gefunden. Unterschiedliche Rezeptangaben von einem Eigelb bis hin zu zwei Eiern rein, wo ich mir gedacht habe, zwei Eier, da kann nicht gut gehen, das wird Matsch. Ich habe das mit einem Eigelb gemacht, werdet ihr nachher sehen, wenn ihr euch das Video anguckt. Das sind also dann hier diese Quarkkeulchen, einmal hier mit Rosinen, einmal hier ohne Rosinen und das hier ist so, wenn meine Kamerafrau das so haben will, ja, nicht damit ihr meint, ich hätte das verbrannt, ist nicht so, das muss so sein. So, dazu gibt es Apfelmus und den Saft, vielmehr das Wasser, wo da die Äpfel drin gekocht wurden, leicht gesüßt. Darauf kann man dann noch, wenn ich den Deckel abkriege, etwas Puderzucker tun, dann etwas Apfelmus, so, aber nicht voll drauf, weil der Apfelmus ist mittlerweile kalt, das ist warm. Wenn ich das voll drüber laufen lasse, ist der ganze Raivadachi aus gekochten Kartoffeln kalt. Wir haben das gefunden unter der Rubrik DDR-Rezepte. Aber ist das ein DDR-Rezept, nur weil das aus Sachsen kommt? Ich meine, ich bin davon überzeugt, das haben die in Sachsen schon gekannt, noch lange bevor die in Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg die vorübergehend in der DDR eingesperrt waren. Die haben das bestimmt schon vorher gegessen, also ist das ein sächsisches Gericht und kein DDR-Gericht. So ein Blödsinn. Jetzt habe ich noch eine Quizfrage an meine Kamerafrau, nicht an die Zuschauer. Weißt du, was ein Pfnirks ist? Nee. Das ist so lang, so breit, so hoch, schwarz und fliegt in der Luft. Ich habe hier etwas Zitronenabrieb gemacht, den brauche ich später für die Quarkkeulchen. Die Zitrone schmeiße ich nicht weg, davon verwende ich noch den Saft. Und zwar für mein Apfelmus. Den Zitronensaft gebe ich hier in etwas Wasser. Und jetzt schäle ich die Äpfel. Das sind französische Äpfel, die stand eben im Laden. Da gab es welche aus Neuseeland, welche aus Kolumbien und welche aus Frankreich. Da habe ich mir gedacht, dann nimmst du die hatten nicht so einen weiten Weg. Ich gehe hier Stück für Stück vor. Schälen und sofort kleinschneiden und die Stücke ins Wasser rein. Warum mache ich das? Die Zitronensäure verhindert, dass die braun werden. Deshalb wird jeder Apfel einzeln auf diese Art und Weise behandelt. Dann behalten die schön ihre helle Farbe. So, der nächste, aber da braucht ihr jetzt nicht zugucken. Dabei die Pellkartoffeln schon kochen, es sind mehlige Kartoffeln,
oder Knödelerde. Knödelerdäpfel, Knödelerdäpfel, wie man bei uns sagt. So, hier kommt in den Apfelmus, den späteren, das ist jetzt zunächst mal Apfelkompott, eine halbe Zimt drinne, ein Stern Anis und so 4-5 Gewürznelken, damit ich die nachher auch wiederfinde im Tee-Ei. So, die lassen wir jetzt schön weich kochen. So, nach nur 5-6 Minuten Kochzeit ist das Kompott fertig. Ich lasse das jetzt was abkühlen. Zucker habe ich da keinen reingetan, den mache ich nachher in den Apfelmus direkt, um ihn auch entsprechend abzuschmecken und nicht zu überzuckern. Den Saft hier, den braucht man auch nicht wegkippen, den kann man abseihen, eventuell etwas zuckern und dann trinken. Jetzt hat sich die Zeitschaltuhr für meine Kartoffel zum dritten Mal gemeldet, weil ich dreimal noch ein paar Minuten zugeben musste. Ich habe angefangen mit 20 Minuten, mittlerweile sind wir bei 28. Es ist immer wieder dieselbe Frage, wann sind Kartoffeln gar? Das hängt immer von der Größe ab. Deshalb steche ich zwischendurch immer mit der Gabel rein. Geht die Gabel leicht rein, so wie hier, sind sie fertig. Habe ich einen erheblichen Widerstand, muss ich noch ein paar Minuten zugeben. So, die sind fertig. Das Wasser schütte ich jetzt ab. Die habe ich ohne Salz gekocht. Jetzt kann ich das Wasser in den Bio-Eimer schütten. Da sind ein paar Sachen drin, die dem Komposthaufen nicht schaden können. Jetzt habe ich den Topf aufgefüllt mit kaltem Wasser, damit die etwas abkühlen, damit ich sie schälen kann, ohne mir die Knochen zu verbrennen. Aber ich werde sie noch in warmem Zustand pressen. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Kamerafrau wird gleich auftauchen. Ihr Hund ist schon da. Apropos, wo ist er eigentlich? Ich habe da eine Vermutung. Da ist er. Auf meinem Bett. Mit seinem Hühnchen. Geht's dir gut? Ja, dann pell weiter. Das Kompott habe ich vom Wasser befreit, weitgehend. Zimtstange und Sternanis rausgeholt. Das hätte ich auch ins Tee-Ei tun können, das ich übrigens auch schon rausgeholt habe. Jetzt kommt erstmal rein ein Löffel Zucker. Und dann lassen wir den Pürierstab arbeiten. Dann wollen wir mal probieren, ob das jetzt eine gute Idee ist, wenn es noch so heiß ist. Ja, mal sehen. Dann noch ein klein wenig Zucker rein. Also nehmen wir noch einen gestrichenen Esslöffel. Ja, aber nicht. Das kann ich jetzt schon umfüllen in ein Gefäß, damit er auf dem Tisch landet und abdecken. Aber ihr seht die Farbe, es ist schön hell geblieben. Die Pellkartoffeln sind gepellt. Einer sitzt schon hier drin in der Todespresse. Und da geht er jetzt durch. Next one. So, das lasse ich jetzt abkühlen. Kratzt natürlich auch das, was hier an den Rändern hängt, raus, weil die sind auch zermatscht. Die Fellnase hat sich entschlossen, ein wenig in der Sonne zu baden und wartet auf euch. So, alles vorbereitet. Ich habe hier das halbe Kilo Kartoffeln, 250 Gramm Quark, im Rezept steht Magerquark, ich nehme den mit 40%, ein Eigelb, da habe ich Rezepte gefunden, da stand manchmal ein Eigelb, in dem anderen steht ein Ei, in dem anderen steht zwei Eier. Dann haben wir ein lustiges Video gesehen. Da wurden auch zwei ganze Eier reingekloppt und das war dann ein bisschen matschig. Ja, das hat die gute Frau dann auch festgestellt und noch mehr reingeschmissen. Aber ich mache es vorsichtshalber mit einem Eigelb. Hier habe ich 50 Gramm Mehl. Das haben wir hier rein. Im Rezept steht 25, hier drin sind 30 Gramm Zucker. Zitronenschale habe ich eben schon abgerieben von einer Bio-Zitrone, weil der Saft der Zitrone ist in meinem Apfelmus. Ein Eigelb
Und jetzt der Quark rein. Natürlich kriegt man mit dem Löffel das alles gar nicht raus. Das ist Beschiss bis zum Gittersperr. Man braucht 250 Gramm Quark und man kriegt mal raus. Wieder. Der Rest ist für dich. Doch, der Hund freut sich. Was kommt noch rein? Eine Prise Salz. Ich habe gesehen, das wird zwischen drei Finger abgemessen. Das ist eine Prise. Eine Prise sieht bei mir so aus. Erstmal grob durchstampfen. So, das habe ich jetzt mit dem Kartoffelstampfer schon durchgemengt. Jetzt gehe ich noch mal kurz mit der Hand durch, weil ich sehe schon, das ist eigentlich gar nicht mehr nötig. Ich habe mir die Hand jetzt umsonst versaut. Das war mit dem Stampfer genug durchgerührt. Jetzt muss ich mir wieder die Hände waschen gehen. Vorher den guten Teig. Dann holen wir das Ganze mal mit der Teigkarte hier raus, schmeißen das auf mein sogenanntes Nudelbrett, wenn ihr sowas kennt. No. Der Hund hat sich schon gemacht. Warum, weshalb, wieso? Keine Ahnung. Schon wieder? Was ist los? Wovor hast du Schiss? Dann bemehle ich meine Hände, damit ich das anfassen kann, ohne drauf kleben zu bleiben. Und mache mir jetzt eine schöne Rolle draus. Dabei immer wieder im Mehl wälzen. Rollen, rollen, rollen. Kommt nun, wird mal schön rund. Frage an die Kamerafrau, passt die Dicke? Sie nickt, also sie passt. Dann lassen wir das so. So, da hat mich gerade die Kamerafrau an was erinnert. Im Originalrezept kommen Rosinen vor, aber sie mag keine. Und deshalb machen wir jetzt zwei Hälften. Bist du auf Kamera? Hier drin sind meine Spezialrosinen. Eingelegt in Rum, aber nicht in irgendeinem Rum, sondern in Bacardi Coconut. Was für ein geiles Zeug. Trinken würde ich das Zeug ja nicht, ja. Aber hier in den Rosinen. Oder auch sonst in manchen anderen Sachen ist das echt eine geile Sache. Das Ganze jetzt nochmal zu einer Rolle. Hier finden wir jetzt etwas Mehl. Da muss ich gleich mal nochmal nachmehlen. So, und dann brauchen wir zwei verschiedene Pfannen, ne? Damit wir das unterscheiden können, wo sind die Rosinen drin und wo nicht. Okay, so, jetzt machen wir uns hier schöne Scheibchen draus. Ich hoffe, ich mache ein wenig Blatt. Ich hoffe, einen Zentimeter ungefähr. Ich hoffe, ich, dass das richtig ist. Reib die noch ein wenig mit Öl ein. Ja, die kannst du ruhig dicker lassen. Dicker? Mhm. Okay. So eigentlich, wie sie sind. So dick, wie sie sind? Ja. Ich dachte, sie sind schneller durch, wenn sie dünner sind. Der muss ein bisschen platter. Und ich glaube, das ist hier wie bei Tortenschneiden. Man sollte das Messer zwischendurch nass machen. Der verändert sonst schwer seine Form. Oh, auf der Hund halt nicht, auf mich. Der Hund hält sich gerne in meiner Küche auf, weil er findet, meine Küche ist so sauber, dass man vom Boden essen kann. Weil er ist der Meinung, hier findet man immer was. Stimmt's, Frieda? Musst du nur einmal bücken, schon findest du was zu fressen, oder? Nee, kann er ein bisschen heißer. Temperatur passt, rein damit. Ups, da war ein bisschen zu früh. Aber jetzt steht ja im Rezept mehrmals wenden. Also schadet es auch nicht, wenn man mal einen zu früh wendet. Man kann ja nochmal wenden.
Weil ich gestern in dem Video gesehen habe, da sah das Wenden ein wenig anders aus. Aber man kann mit einem Hilfsgerät versuchen zu wenden oder man kann zwei nehmen. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Ich kann jetzt eins nehmen und dann meinen Finger als Hilfe und mich dann im Fett verbrennen. Genau. Wenn ich zwei nehme, ist die Gefahr geringer. Ja, jeder wie er will. Die Anlage. Ja, wir haben hier Kartoffeln, die hier drin quasi gebraten werden. Das ist doch so ähnlich wie Reiberdachi oder Schoba oder Riefkoch. Okay, für diejenigen, die jetzt im Lexikon nachschauen, Reibekuchen. Reibekuchen sind aus rohen Kartoffeln, die hier sind, vorgekocht. Deswegen können die auch ruhig was dicker sein. Ja, da braucht ihr nichts mehr durchgegart zu werden. Bei Reibekuchen aus rohen Kartoffeln, wenn ich die so dick mache wie die, dann muss ich die mit sehr, sehr niedriger Hitze sehr, sehr lange drin lassen, damit die auch durchgaren. Das kann hier nicht passieren. Die sind ja schon gekocht, das sollte nur schief gehen. Ist noch nicht brandgefährlich. Da hinten kann es gefährlich werden. In jeder Pfanne ist ein Missglückter. Die anderen sehen okay aus. Wollen wir sie mal retten, solange sie noch okay sind. Oder schauen wir mal auf die Rückseite, vielleicht sind sie auch nicht mehr okay. Aber sieht gar nicht mal so schlecht aus. Alles, was in Fett gebraten wird, kommt bei mir dann immer runter auf ein Küchentuch, auch wenn es drauf kleben bleibt. Damit ein Teil des Fetts abgesaugt wird. Wir wollen uns ja von dem Kartoffelzeug hier ernähren und nicht vom Butterschmalz. Das wohl hier reichlich auch drin ist, klar. So, fertig mit Essen. Eigentlich hätte ich gedacht, das wäre was für eine ganze Familie. Vater, Mutter, zwei Kinder. Aber wir haben das alleine aufgefasst. Und es war lecker. Karlchen, was ist denn jetzt dieses Pnirks? Das habe ich doch eben erklärt. So lang, so breit, so hoch, schwarz, liegt in der Luft. Und wieder weg. Aber jetzt weißt du, was es ist. Du hast es zumindest mal gesehen. Bis zum nächsten Mal.